Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play und zwar zu Raft. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe das gute Spiel hier schon mal angefangen zu Let's Playen. Ich glaube, die ersten 4 oder 5 Folgen waren aufgenommen. Und dann habe ich es leider so dermaßen verkackt, dass der ganze Spielstand hin war. Das Spiel speichert nämlich automatisch alle 10 Minuten. Und ich habe mich einfach in eine Situation gebracht, in der wir nicht mehr überleben konnten. Und ja, trotz Laden des Spielstandes sind wir da nicht mehr rausgekommen, weil das Spiel halt ein paar Minuten vorher automatisch gespeichert hatte. Was soll's, jetzt fangen wir den ganzen Spaß hier nochmal neu an. Aber diesmal etwas anders als vorher. Ich werde die Folgenlänge von 20 auf 30 Minuten hochnehmen, aus dem einfachen Grund, dass hier ja nicht unbedingt allzu viel passiert teilweise. Und wir auch relativ lange teilweise looten und hier Sachen aus dem Meer fischen. Und damit ihr aber pro Folge auch ein bisschen was davon habt und auch ein bisschen was vom Spiel seht, machen wir die jetzt einfach ein bisschen länger auf 30 Minuten. Dafür wird aber nur dreimal die Woche eine Folge kommen. Ich weiß noch nicht genau an welchen Wochentagen, das werde ich mal schauen. Vielleicht so Dienstag, Donnerstag, Samstag oder so. Mal gucken, das werdet ihr dann sehen. Aus dem einfachen Grund, dass ich aktuell noch 3 Let's Plays laufen habe, deswegen schaffe ich es tatsächlich nur dreimal die Woche, hier was hochzuladen. Denn aktuell läuft einmal Zompiercer, SpongeBob und Lumberjacks Dynasty. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange die Let's Plays noch gehen werden. Ich wollte jetzt nicht warten, bis ich mit einem Let's Play fertig bin, um dann hiermit zu starten. Bei Lumberjacks Dynasty habe ich gerade erst angefangen. Und das ist ja effektiv ein Simulator, sprich, das können wir wahrscheinlich bis zu unserem Lebensende spielen. SpongeBob habe ich auch erst angefangen. Zompiercer läuft schon etwas länger und wird wahrscheinlich auch bald enden. Allerdings kann es auch jeden Tag passieren, dass ein Update rauskommt mit neuem Content und dann geht's weiter. Aus dem Grund habe ich gesagt, nö, komm, ich möchte das Spiel trotzdem gerne Let's Playen. Ich nehme es jetzt einfach mit auf, wir machen ein bisschen längere Folgen und dafür halt nicht ganz so oft. Ich denke, das ist doch ein ganz guter Kompromiss. So machen wir auf jeden Fall weiter. Für die Leute, die das Spiel noch nicht kennen sollten, es ist ein Survival-Game. Wir starten hier auf unserem Floß, mitten auf dem Meer und müssen natürlich survivalen, ganz klar. Wir fischen uns hier mit diesem Haken immer schöne Sachen aus dem Wasser. Das Fass hier, das ist somit das Wichtigste, also nicht das Wichtigste, aber da sind viele Materialien drin, die müssen wir auf jeden Fall immer versuchen einzusammeln, die Dinger. Und ja, Hauptaufgabe vom Spiel ist, dass wir dieses schöne Floß, was wir hier haben, zu einer kleinen Stadt umbauen. Sag ich mal. Also es wird am Ende riesig groß werden und wir können ganz, ganz viele Sachen craften, um uns Nahrungsmittel herzustellen und auch Dekoartikel, dass es ein bisschen schöner aussieht und so weiter und so fort. Wird auf jeden Fall mega, mega geil. Ich bin sehr gespannt, wie unser Floß in ein paar Folgen aussehen wird. Es geht nämlich steil voran hier in dem Spiel. Man hat auch tatsächlich nie Ruhe, auch wenn es eigentlich ganz, ganz friedlich wirkt, das Spiel. Und auch so beruhigend, gerade wenn die Melodie dann einsetzt, die gerade nicht läuft, was ich schade finde. Ich fände es nämlich schön, wenn die dauerhaft laufen würde. Ja, es läuft, es wirkt sehr, sehr beruhigend. Ist es aber absolut nicht, weil die ganze Zeit Loot an einem hier vorbeischwimmt, wie man sieht. Und das macht die ganze Zeit so unterbewusst völlig Stress mit einem. Also mit mir zumindest. Weil ich bin so ein Mensch, ich hasse es, Loot liegen zu lassen. Ich möchte immer alles einsammeln, aber das geht in dem Spiel einfach nicht. Truhe. Fass, nicht Ruhe. Na komm. Jetzt haben wir sie. Ja, deswegen ist es teilweise doch ganz schön stressig. Auch unsere Gegenstände gehen relativ schnell kaputt. Ihr seht es gerade unten. Der Haken ist schon wieder fast kaputt und wir müssen einen neuen bauen. Und da haben wir jetzt gerade mal 4 Minuten gespielt. Ne? Und all diese Faktoren, die kommen dann zusammen und machen es etwas stressig. Aber wahrscheinlich auch nur die Anfangszeit. Wir werden uns dann ein kleines Ökosystem hier auf dem Floß aufbauen. Und dann werden wir wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel und ganz so hektisch hinterher sein müssen, da vieles schon von alleine laufen wird. Wir haben immer mal solche Inseln. Die sind an sich auch ganz cool. Allerdings werden wir die jetzt am Anfang noch nicht besuchen. War nämlich auch ein Fehler, den ich gemacht habe in der ersten Aufnahme. Ich habe mir sofort ein Paddel gebaut und wollte zu den Inseln. Ist aber dumm. Weil einerseits haben wir diesen Loot, den ihr gerade seht, der an uns vorbeischwimmt. Der ist nicht überall auf dem Meer. Hier gibt es sowas wie einen Müllstrom. Und indem man zu den Inseln geht und dann vielleicht noch in die falsche Richtung wegpaddelt,
kommt man dann einfach nicht mehr so leicht dahin. Und das war mir nicht bewusst. Ich habe in der ersten Aufnahme dann schön die Insel besucht. Oh shit, Ei kommt. Da seht ihr. Habe ich den überhaupt schon erwähnt? Nein, den habe ich noch gar nicht erwähnt. Wir haben diesen lieben Hai hier. Der mag uns leider nicht so. Ich weiß auch nicht genau, warum oder was wir ihm getan haben. Auf jeden Fall mag er uns nicht und er kommt in sehr, sehr regelmäßigen Abständen vorbei, um uns mal Hallo zu sagen. Ich glaube, alle 4 oder 5 Minuten circa. Kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber so rein vom Gefühl her, alle 4 oder 5 Minuten. Und ja, der gute Hai, der beißt uns immer schön ins Floß und klaut uns dann hier ein so ein Quadrat. Wir sehen das gleich. Wir bauen uns mal einen Bauhammer. Hier haben wir ihn. Brauchen wir 2 Seile und die Seile kriegen wir aus den Blättern. Kann man ganz cool gleich hier im Menü drücken. Man könnte jetzt auch hier runtergehen und erst das Seil craften. Aber ich finde es schön gemacht auf jeden Fall, dass man hier dann einfach direkt, wenn man noch was benötigt, draufdrücken kann. Und mit dem Hammer sehen wir, er hat uns 55% geklaut, sprich das Stück hat noch 45%. Ja, entweder beißt das komplett ab, wenn wir nicht schnell genug sind, oder wir schaffen es ihm mit diesem Speer hier ins Auge zu pieksen, dann verschwindet er nach dem 3. Pieks. Wir reparieren das erstmal. Na? Jetzt aber 95%, so können wir es erstmal lassen. Und unser Haken ist kaputt. Wir brauchen ganz dringend einen Plastikhaken. Den stellen wir uns her und legen uns den hier auf die 2. Position. Und damit können wir jetzt erstmal wieder weiter Loot sammeln. Ja, der Hai kommt immer wieder vorbei. Nach ein paar Stichen stirbt er auch. Ich weiß nicht genau, wie viele Stiche es sind, aber es sind auf jeden Fall eine ganze Menge. Also ich glaube, 4 oder 5 Mal muss er mindestens hier am Floß sein und wir müssen ihn 3 Mal erwischen. Wenn nicht sogar mehr, kann auch sein, dass es 6 oder 7 Mal ist. Müsste man mal mitzählen, aber ist eigentlich auch nicht ganz so wichtig. Dann ist er tot, aber das heißt nicht, dass er weg ist, sondern er lässt uns bloß mal ein paar Minuten in Ruhe. Und dann kommt sein großer Bruder oder auch kleiner Bruder oder gleich großer Bruder und macht weiter mit dem ganzen Spaß. Also so wirklich Ruhe haben wir nicht. Jetzt gerade am Anfang des Spiels werden wir erstmal ganz, ganz viel aus dem Meer fischen, weil wir erstmal ohne Ende Loot brauchen, um uns hier eine kleine Basis aufzubauen, bevor es dann an die weiteren Sachen geht. Wir können gleich mal anfangen, das Floß etwas zu vergrößern. Das mit dem Hakenwerfen hier ist übrigens auch nicht so einfach. Mittlerweile habe ich den Dreh aber ganz gut raus. Kann auch mehrere Sachen mit einmal mitnehmen, so wie gerade eben. Am Anfang wirft man nur daneben, also falls ihr es jetzt anfangen solltet, das Spiel, oder später mal anfangt, lasst euch davon nicht unterkriegen. Das ist am Anfang wirklich gar nicht so leicht, das einzuschätzen. Aber nach der Zeit hat man es dann drauf. Oder auch nicht, wie man gerade gesehen hat. War aber sehr knapp. Gut, wir machen mal uns ein etwas größeres Floß. Es wird Zeit, denn der Hai kommt bestimmt bald wieder. Und desto mehr Platten wir haben, desto öfter kann er auch beißen. Ohne dass wir dadurch gleich in Bedrängnis geraten. Ich hole mir bloß noch ganz kurz den Spaß hier. Okay. Das noch. Man kann es auch so einsammeln, wenn man in der Nähe ist. Dann bauen wir uns jetzt hier erstmal noch ein paar Platten drumherum. Komm her, Kunststoff nehmen wir noch schnell mit. Jetzt haben wir 3x3, das sieht doch schon mal besser aus. Wir haben aber an sich auch noch genügend Kunststoff. Dann können wir noch eine Reihe bauen. Alles kein Problem. Man muss nur immer gucken, dass man auf jeden Fall genügend Werkzeuge hat. Wenn man nämlich in die Situation gerät, dass man alles Kunststoff ausgibt und dann merkt, dass der Haken kaputt geht und man sich dann keinen neuen bauen kann, dann ist man in einer sehr schwierigen Situation. Habe ich am eigenen Leib erlebt. Also guckt immer, dass ihr nicht alle Materialien verballert oder zumindest immer von euren Werkzeugen 2 Stück einstecken habt. Damit ihr gar nicht erst in diese Situation geratet. Hey, warum hat er das nicht aufgenommen? Ach, jetzt habe ich ihn zu früh rausgezogen. Das klang etwas komisch. Aber nur ein kleines bisschen. Ja, ihr könnt leider nicht immer genau sehen, was in den Fässern drin ist, weil unten rechts bin ich zu sehen. Hallo nochmal. Allerdings gibt es nicht wirklich eine coolere Position. Also unten links kann ich mich nicht platzieren, weil dort sind die Statistiken, was Nahrung, Wasser und Leben angeht.
Und oben platziere ich mich nicht gerne. Genauso. Oh, Moment. Erstmal High, Nummer 2 und das dritte Mal. Und damit haben wir erfolgreich verteidigt. 15% noch. Mann, Mann, Mann. Man hört den auch teilweise einfach nicht. Jetzt gerade geht's, jetzt war es sehr laut. Wenn hier aber erstmal krasser Wellengang ist, dann könnt ihr mir glauben, dann hört man den teilweise gar nicht so richtig. Und merkt's erst, wenn es schon zu spät ist. Ja, also zwecks Position. Ich denke, hier ist am besten. Ich bin jetzt zwar, wie man gerade sieht, etwas davor. Aber ganz ehrlich, wir finden so oder so immer dieselben Sachen. Und wenn mal was Cooles dabei ist, dann lese ich es euch gerne vor. Ich hätte mich ansonsten bloß noch ein Stück weiter nach hier platzieren können. Aber dann hätte ich die ganze Zeit diesen Haken hier im Kopf. Das sieht irgendwie auch nicht so gut aus und oben platziere ich mich nicht so gerne. Außer im Bett. Deswegen bin ich unten rechts und verdecke euch die Sicht auf die Rohstoffe, damit ihr ja nicht wisst, was ich hier habe. Und vorbeikommt und mir das klauen wollt. Die Sonnenuntergänge finde ich legendär. Also ich finde diese Lichtstimmung alleine schon, es sieht so geil aus. Die Spiegelung im Wasser, dieser geile Farbverlauf. Teilweise hat man hier noch so ein richtig krasses Lila und Grün mit drin. Das finde ich einfach, sieht sehr, sehr geil aus. Der Sonnenuntergang geht allerdings sehr schnell. Wie man sieht, jetzt ist schon dunkel. Es ist glücklicherweise nicht so extrem dunkel, sodass wir auch noch ohne eine Lichtquelle weiterspielen können. Aber wir können uns später auch noch eine Lampe basteln. Dann wären die Nächte auch noch angenehmer. Und ich glaube, ein Bett gibt es auch noch. Dann können wir notfalls auch einfach schlafen. Und damit ist doch alles gut. Okay, wir gucken mal, dass wir gleich nochmal ein bisschen weiter das Floß ausbauen. Die Inseln gucken wir uns wie gesagt später an, weil einerseits brauchen wir da einen Wurfanker, um dort zu ankern und andererseits müssen wir am Anfang wirklich jede Sekunde nutzen, um uns hier erstmal mit Rohstoffen vollzuballern. Damit wir hier erstmal eine gewisse Grundstruktur auf das Floß bringen, um hier besser zu überleben. Wir bauen uns jetzt als allererstes mal einen kleinen Reiniger oder einen einfachen Reiniger. Den würde ich... Moment, jetzt einmal hier in die Mitte stellen und dann eine leere Tasse. Damit können wir uns hier nämlich schön das Salzwasser abfüllen, packen das hier rein, hauen unten noch ein Holzbrett mit rein. Feuer macht's von alleine, wir brauchen kein Feuerzeug mehr, da bin ich auch sehr glücklich drüber. Und damit kochen wir uns das schöne Wasser ab. Ein Fass, ein Fass, ein Fass. Ruhe, Rübe, Kunststoff, dreimal Blanke und nochmal Kunststoff, für die, die es wissen wollen. War drin. Ja, damit kochen wir uns das Salzwasser ab, damit wir hier was trinken können. Ach, shit. Kriege ich das noch? Ja, habe ich noch bekommen. Denn wir müssen dringend etwas trinken. Ist er schon fertig? Ja, und da trinken wir erstmal einen Schluck Süßwasser. Es braucht immer einen kleinen Moment, bis das auch im Magen angekommen ist. Ihr seht es unten links. Es füllt sich nicht sofort auf, sondern Stück für Stück. Also nicht wundern, falls er nach dem Trinken trotzdem noch mal ein bisschen rumhustet. Das dauert dann einfach noch einen kleinen Moment. Neuer Plastikhaken, ganz wichtig. Ohne den geht hier gar nichts voran. Weil schwimmen würde ich nicht unbedingt wollen. Bei dem Besuch, den wir hier alle paar Minuten kriegen. Den Hai können wir dann später auch noch grillen. Denn nach ein paar Schlägen ist er dann mal tot. Und dann können wir den auch einsammeln und können uns Hai, leckeren Haifischsteak machen. Werden wir dann alles noch sehen. Hier haben wir ein paar funkelnde Sterne. Es gab eigentlich auch immer mal einen schönen Mond. Aber heute wird er uns mal nicht gezeigt. Oder, ach doch, da oben ist er. Sieht auch recht hübsch aus, finde ich, von der Animation her. Daher Respekt an die Entwickler. Es sind drei schwedische Studenten, die das Spiel wohl entwickelt haben. Ich weiß nicht, ob die immer noch studieren. Keine Ahnung, wie alt der Wikipedia-Eintrag war. Kann sein, dass sie vielleicht schon fertig sind. Aber ja, es ist auf jeden Fall schon sehr, sehr viel Neues dazugekommen in den ganzen Jahren, in denen es das Spiel schon gibt. Aber hey, man muss auch nicht immer nur die aktuellsten Spiele let's playen. Ich habe es gerade erst für mich entdeckt, das Spiel. Hab's vorher tatsächlich noch nie was davon gehört.
Und deswegen wird es halt jetzt Let's Played. Ist ja auch nicht schlimm. Wem es gefällt, der kann sich gerne angucken. Und wem es nicht gefällt, der muss es sich ja nicht angucken. Wir haben einen Bauplan gefunden. Empfänger. Oh, greift der Hai an. Ah, der Hai greift an. Ah, siehst du. Ich habe es einfach zu spät gehört. Müssen wir ein neues bauen. Neubauen ist halt immer ein bisschen teurer als reparieren. Deswegen wäre es schon besser, wenn wir es schaffen, das Ding zu verteidigen. Aber ja. Ist halt auch ein ganz schöner sneaky Hai manchmal. Und wir haben direkt hohen Wellengang. Da bin ich gar nicht so der Freund von. Vor allem, weil wir langsam ganz schön Hunger kriegen. Und bei hohem Wellengang finden wir nicht so oft Fische. Habe ich zumindest das Gefühl. Wir probieren es gleich nochmal aus. Ich habe mir mal schnell eine Angel gebaut. Ich muss aber erstmal ganz fix hier den Spaß einsammeln. Das kommt ja alles hier direkt zu uns geflogen. Da brauchen wir ja gar keinen Haken verschwenden. Da konnte ich nicht anders. Okay, wir werfen mal die Angel aus, mal gucken, ob was anbeißt. Und dann bauen wir uns noch einen kleinen Grill. Und da können wir ein paar Fischlis grillen. Weil wir kriegen langsam wirklich ganz schön dolle Hunger. Okay, ist trotzdem gekommen. Dann passt es. Dann lasst uns schnell einen Grill bauen. 3 Seile, haben wir doch alles am Start. Haben ja schon gut was eingesammelt. Und den Grill packen wir hier hin. Ist dann vorne und hinten nicht wirklich, oder? Packt man hier hin. Das sollte in Ordnung sein. Einmal den Fisch ins Inventar runter. Draufgelegt. Und dann gibt es schön einen gegarten Hering gleich. Da freue ich mich doch schon drauf. Wir packen nochmal Wasser rein. Denn der Charakter ist tatsächlich sehr hungrig und auch sehr durstig, wie man sieht. Der gibt sich ja nicht zufrieden mit einem Fisch am Tag. Da muss schon ein bisschen mehr kommen. Aber ja, auf dem Meer hat man ja auch sonst keine anderen Ansprüche. Da sollte wenigstens die Nahrungsmittelversorgung passen. Ach, dieser hohe Wellengang, das macht es nochmal schwieriger, die Entfernung für den Haken hier einzuschätzen. So, komm, zweites auch noch. Komm her. Ach, schade, das sah so knapp aus. Na gut. Ach, es ist so dunkel. Ich hätte gern wieder Tag. Geht die Sonne bald wieder auf? Und so wirklich viele Fässer haben wir noch nicht bekommen. Da muss definitiv noch ein bisschen was kommen. Ansonsten wird das hier mit den Rohstoffen alles gar nicht so schön. Ach, und genau zwischen zwei durch. Na klar. Warum auch nicht? Das war so knapp. Mal gucken, der Hai wird bestimmt bald wieder angreifen. Aber wir müssen jetzt erstmal schnell was essen. Da haben wir den gegarten Hering. Rein damit, bringt leider gar nicht mal so viel, wie wir gerade unten links sehen. Gibt verschiedene Fische. Die einen bringen mehr, die anderen bringen weniger. Ein Fass, jetzt haben wir's. Jawohl, und da haben wir jetzt noch Bauplan Antenne. Sehr cool, Empfänger hatten wir ja schon. Ich weiß nicht genau, was es damit auf sich hat. Also wir werden uns höchstwahrscheinlich einen Empfänger und eine Antenne bauen und dann versuchen, Hilfe zu funken. Aber wie wir das bauen und was das genau bringt und so weiter, weiß ich alles noch nicht. Ich habe mich jetzt erstmal nur über die Grundlagen hier informiert, damit wir zumindest einen guten Start haben. Wir müssen gleich nochmal angeln. Hoffentlich diesmal ein nährstoffreicherer Fisch. Bitte kein Hering. Da haben wir noch ein Fass, das nehmen wir dann mit. Und wieder einen schönen Sonnenaufgang. Komm, beiß an, kleiner Fisch. Sehr gut, eine rohe Makrele. Ich glaube, die Makrele bringt mehr. Hoffe ich zumindest. Wasser können wir auch nochmal einen Schluck trinken. Hauen wir gleich nochmal das nächste mit rein. Und dann gucken wir mal, dass wir unser Floß weiter ausbauen. Aber vorher holen wir uns natürlich hier noch Fass und Holzplanke. Das Kunststoff hätte ich ganz gerne noch. Ich mag die Melodie. Ich fände es wirklich schöner, wenn die dauerhaft laufen würde. Untermalt einfach die Stimmung hier nochmal so ein bisschen besser. Aber na gut. Was nicht ist, das ist halt nicht.
Und schnell noch das Blatt. Na, oder auch nicht. Kunststoff würde ich noch mitnehmen. Wirklich Wahnsinn, die Verschmutzung hier. Ach, schon wieder. Eins, zwei, komm, jetzt schaffen wir's. Drei, jawohl. Diesmal nicht mit uns, mein Freund. Und dann machen wir das wieder ganz. Ich würde sagen, wir bauen uns gleich mal noch das Floß hier etwas größer. Ah, das Spiel macht so unterbewusst echt immer ganz schön Stress mit einem. Einerseits wirkt es so schön ruhig und relaxed. Andererseits fließt halt die ganze Zeit Loot an einem vorbei. Und ich bin so ein Mensch, ich hasse es, Loot liegen zu lassen. Und deswegen stresst es mich unterbewusst immer ganz schön, wenn ich hier was machen möchte und dann die ganze Zeit sehe, wie die Sachen an mir vorbeischwimmen. Nein, 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 komm hier rüber. Ach Mist, jetzt aber. Haben wir. Die Fässer nehmen wir uns auch gleich. Jetzt kriegen wir erstmal die zwei Kunststoff mit einmal. Jawohl. Planke nehmen wir auch noch mit. Und dann schnappen wir uns. Kriegen wir das Fass? Nee, ne? Oh, es könnte klappen. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, kriegen wir. Und jetzt schnell noch das andere. Erstmal das Fass, zwei Planken, eine Rübe und ein Kunststoff war drin. Und wir müssen unbedingt was essen. Haben wir noch was auf dem Grill? Ja, zum Glück. Ich dachte schon, wir müssen erstmal noch angeln. Sechs Zwiebeln haben wir schon wieder, auch gut. Und hier haben wir noch ein Fass, das holen wir uns noch. Und dann würde ich sagen, läuft es doch ganz gut. Also jetzt sind ja noch mal ein paar Fässer nachgekommen. Da sieht's doch soweit erstmal ganz gut aus, was den Loot angeht. Die Insel lassen wir auch erstmal links liegen. Ich weiß, ich bin auch immer so neugierig und würde am liebsten sofort hin. Gerade wenn man auf dem Meer ist, dann. So, gerade auf so einem kleinen Floß, dann ist eigentlich das Erste, was man möchte, eine Insel. Aber in dem Spiel nicht. Hier müssen wir uns etwas in Geduld üben. Okay, da haben wir nochmal zwei Fässer. Wir bauen jetzt erstmal kurz Floß noch ein bisschen größer. Ach Mist, eigentlich wollte ich die Seite bauen. Wir machen mal so hier. Und so. Gucken mal. Okay, jetzt haben wir... nicht runterfallen. Nein, nein, der Hai kommt bestimmt klar. Ach, da kommt der Hai. Oh Mist, das hätte nicht unbedingt passieren sollen. Aber naja, wir haben bloß ein bisschen Leben verloren. Alles halb so wild. Alles Hai so wild. Ja, damit. Jawohl. Haben wir auch. Um das andere Fass holen wir uns auch noch. Kriegen wir das Holz noch? Jo, kriegen wir. Sehr, sehr schön. Es läuft sehr gut. Wie gesagt, es ist jetzt erstmal am Anfang etwas lootlastig. Das ist ganz klar. Aber lasst euch davon nicht abschrecken, es wird auf jeden Fall noch sehr, sehr interessant. Wir können so viele Sachen craften, wir können Farbe herstellen und anfangen noch Dinge zu lackieren und anders umzufärben. Wir können unsere eigenen kleinen Gemüse- und Obstanbau betreiben und so weiter. Also es wird tatsächlich noch sehr, sehr abwechslungsreich. Aber aller Anfang ist schwer und so halt auch in diesem Spiel. Her damit. Ach schade, die Planke hätte ich ganz gerne noch gehabt. Und wir müssen schon wieder angeln. Wir angeln gleich mal. Dann ziehen wir uns hier mal direkt zwei, drei Fische raus. Dass wir ein bisschen Vorrat haben oder zumindest uns komplett voll machen können. Da hinten kommen nämlich schon wieder zwei Fässer. Und dann fangen wir mal an, das Floß etwas auszubauen. Denn ich würde sehr gerne Obst und Gemüse anbauen. Wir haben zwar aktuell, glaube ich, noch gar nichts an Samen. Das kriegen wir, glaube ich, nur auf den Inseln. Oder eventuell in so einem Fass. Aber wir haben Zwiebeln. Doch, stimmt. Die können wir auch anbauen. Kartoffeln haben wir auch schon. Ach, das sind gar keine Zwiebeln. Das sind Rüben. Entschuldigung. Ich erzähle hier einen Quatsch. Rohe Rüben natürlich. Und um die anzubauen, müssen wir uns aber etwas überdachen hier auf dem Floß. Denn wir haben ein, zwei liebe Möwen, die über uns sind. Da sind sie nämlich. Das sind unsere Freunde. Das sind Ernie und Bert. Und Ernie und Bert, die freuen sich immer sehr dolle über Gemüsesamen. Deswegen müssen wir die überdachen und etwas schützen. Man kann auch eine Vogelscheuche bauen. Dann kommen Ernie und Bert gar nicht erst an, weil die zu dumm sind, um zu kapieren, dass das bloß Holz ist. Aber naja. Eine Überdachung wäre mir tatsächlich doch etwas lieber. Und deswegen machen wir das auch so.
mal zwei Fische. Die packen wir uns doch gleich auf den Grill. Ach komm, geh doch weg. Eins, zwei und hau ruck. Weg mit dir. Und gleich wieder reparieren. Das darf man echt nicht vergessen. Sonst beißt er nochmal schön an die Stelle an und ist, dann ist das Ganze hier sofort weg. Und das wollen wir ja alle nicht. So, noch ein Schluck Süßwasser. Hier hinein. Zack, lasst mich mal noch einen Fisch sammeln. Schaffen wir das noch, bevor die Truhe da ist? Ja, ne? Beim Angeln können wir nämlich auch noch hier nebenbei Sachen mit rausfischen. Zumindest wenn sie nah genug sind. Komm, beiß an. Weiß gar nicht, ob man einen Mindestabstand zum Floß braucht. Nö, braucht man anscheinend nicht. Na, das wollte ich schnell machen, damit ich die Planke noch krieg. Ah, dann holen wir sie uns einfach so hier. Nein. Und schnell nach das. Gut, dann lasst uns einen Fisch essen. Den nächsten hauen wir dann gleich drauf. Wo haben wir denn hier? Eine gegarte Seebrasse. Das ist doch was Schönes. Und den packen wir drauf. Die sehen so unschuldig aus, die kleinen Fische. Es tut mir wirklich leid, aber wir müssen ja überleben. Es bleibt ja nichts anderes übrig. Dann nehmen wir jetzt den Bauhammer. Und dann gucken wir jetzt mal. Einerseits müssten wir noch mal ein bisschen das Floß vergrößern. 1, 2, 3, 4 und 5. Dann fangen wir gleich mal an, uns hier eine Umrandung zu bauen. Ich würde gerne eins dahinter freilassen, dass wir vielleicht hier die Anbaufläche haben. Also machen wir uns hier die Wand hin. Die Wände haben wir hier. Wir können unterscheiden zwischen Holzwand, kostet allerdings 4 Planken, oder so eine Redwand. Und ich würde tatsächlich lieber die nehmen, weil die kostet nur 2 Planken und dafür noch 3 Palmblätter. Moment. Ah, die Palmblätter kriegen wir an sich relativ oft. Kriegen wir das? Nee, ne? Ach, schade. Schade, schade. Deswegen bauen wir lieber die Redwand. Damit können wir dann auch mit ihr reden, wenn wir hier keine Freunde finden sollten auf dem Meer. Und zwar bauen wir die jetzt einmal. Moment. So ist richtig rum. Also auf jeden Fall hier dahinter, dass wir noch eins frei haben, damit die Anbaufläche, dahin kann. Und dann, ach nein, schon wieder runtergefallen, schnell. Und dann gucken wir mal. Wir machen hier noch eins hin und hier noch eins. Und dann bauen wir hier weiter, machen noch zwei und dann eine Tür und wieder zwei. Da müssen wir das Floß noch um einiges vergrößern. Ich habe eventuell ein bisschen zu groß geplant. Aber naja, lieber jetzt zu groß, als dass wir dann später noch dreimal wieder abreißen und umbauen müssen. Weil wir viel zu klein angefangen haben. Kriegt er das? Kriegt er das? Kriegt er das? Nö. Dann halt nicht, mein Freund. Wir können den Haken auch nochmal auswerfen. Und noch eine Truhe. Warum sage ich denn Truhe? Es ist ein Fass. Aber dadurch, dass so viele schöne Sachen drin sind, ist es für mich eine Truhe. Eine Schatztruhe. Rohstoffschatztruhe. Dann holen wir uns das Fass hier hinten noch und dann machen wir mal ein bisschen weiter mit Bauen. Ich würde bloß ganz schnell noch etwas essen. Damit wir hier nicht verhungern. Komm, füll es rein. Ach, hat er schon. Legen nochmal eine Planke hin. Hatten wir noch einen Fisch? Nö, haben wir nicht. Dann müssen wir auch zeitnah wieder angeln. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um das Bauen. Wo hier gerade so viel Nee, das müssen wir uns noch schnell holen. Es tut mir leid. Aber es kommt gerade so viel angeschwommen. Und wir müssen dafür keinen Haken verschwenden. Das kann ich mir nicht entgehen lassen. So, jetzt aber. Okay, also hier weiterbauen. Dann müssten wir nur hier dahinter mal noch weiter bauen, dass wir auch noch draußen drumherum laufen können. Ach, das kostet alles so viel Materialien, das ist echt Wahnsinn. Und wieder Wand. Eine hier hin, hier würde ich eine Tür hinzimmern, hier. Und dann machen wir nochmal eine hin, damit wir einigermaßen symmetrisch sind. Dann haben wir zwar 4 mal 5.
Genau, 4 und hier wären es dann 5, aber das passt schon einigermaßen. Ja, und wie es hier weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank erstmal fürs Dranbleiben. Oh nein, wir müssen noch schnell den Hai holen. Der will nicht, dass wir die Folge beenden. Ist ein guter Hai. Kann ich nachvollziehen. Aber wir müssen trotzdem Pause machen. Wir sehen uns dann in ein paar Tagen wieder. Bis dahin, macht's gut.